Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Eva und ich habe heute ein Thema für euch, das es tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gab. Und zwar meine Neuzugänge aus dem Monat Januar und Februar. Es hat tatsächlich mehrere Monate lang jetzt kein Neuzugänge-Video auf meinem Kanal gegeben. Auf meinem Blog auch kein Neuzugänge-Post. Es gab einfach keine Neuzugänge. Nur bei Instagram habe ich euch zwischendurch ein paar Neuzugänge gezeigt, das weiß ich. Aber eigentlich dachte ich auch, dass eigentlich gar nichts Neues bei mir eingezogen ist. Und habe gedacht, okay, komm, ich sammle einfach mal ein bisschen. Ja, und jetzt habe ich gesammelt und habe doch tatsächlich diesen Stapel. Das sind die Bücher, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Es sind etwas mehr, als ich dachte. Ja, doch, schauen wir sie uns einfach mal genauer an. Ich muss kurz dazu sagen, heute ist der letzte Tag, an dem ich krank bin. Aber ich dachte mir so, meine Stimme ist gut genug, um dieses Video aufnehmen zu können. Weil ich mir dachte, hey, ich nutze die freie Zeit einfach mal. Meine Stimme ist noch nicht perfekt. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich zwischendurch noch ein bisschen krächze. Bei den ersten beiden Büchern handelt es sich so gesehen gar nicht um Neuzugänge, deswegen sind die bei mir auch erst unterm Radar gelaufen. Es sind zwei Bücher gewesen, die ich mir ausgeliehen habe. Und zwar handelt es sich einmal um Ritus und um Sanctum von Markus Heitz. Das ist einmal Band 1 und Band 2 der Bestient-Reihe. Ich weiß, dass noch Band 3, Band 4, Band 5 und Band 6, glaube ich, hinterherkommen, oder zumindest Band 5, die ich auch noch lesen möchte. Aber Ritus, ihr seht es hier unten einmal, und Sanctum sind Band 1 und Band 2. Die habe ich mir von einem Freund von mir ausgeliehen, beziehungsweise ich habe sie mir eigentlich einfach aus dem Regal gemopst, an Silvester tatsächlich, beziehungsweise an Neujahr, weil ich mein Buch nicht dabei hatte, morgens wach war und bin dann einfach mal ins Regal gegangen und ja, hab mir Ritus da rausgeholt, habe es ganz schnell bereits beendet und Sanctum mir hinterher direkt gleich mit ausgeliehen und ja, bin jetzt mittlerweile schon doch relativ gut vorangekommen, wenn man bedenkt, dass ich es jetzt seit 2 Monaten lese. Um euch nicht zu spoilern, suche ich jetzt mal ganz schnell die Inhaltsangabe vom ersten Band raus und erzähle euch, worum es geht. Für sowas finde ich übrigens die Goodreads-App immer richtig, richtig klasse. Ich habe mich am Anfang wirklich geweigert, Goodreads zu verwenden, bin mittlerweile aber sehr, sehr froh, dass ich doch auf Goodreads umgestiegen bin. Ritus, Band 1, Die Bestie. Von Markus Heitz. Frankreich im Jahre 1764. Eine Bestie versetzt die Menschen des Gévaudan in Angst und Schrecken. Männer, Frauen, Kinder werden gehetzt und getötet. Der König setzt öffentlich ein hohes Preisgeld auf den Kopf des Monsters aus. Der Vatikan hingegen entsendet Geheimermittler, die undurchsichtige Ziele verfolgen. Auch der Jäger John Chastel beteiligt sich an der Jagd auf die Bestie. Immer wieder kreuzen sich dabei seine Wege mit denen der ebenso energischen wie geheimnisvollen Äbtissin Georgia. Beide können nicht ahnen, dass sie kaum mehr sind als Figuren in einem erschreckenden Spiel, das auch über 200 Jahre später noch nicht beendet sein wird. Ja, das ist Band 1 und in Band 2 wird diese Fehde weitergeführt. Ja, ich glaube, der erste Band hat irgendwas mit 500 Seiten, der zweite Band hat 606 Seiten. Es ist ordentlich Stoff, Leute. Und was sehr, sehr cool ist, ist, dass man so zwischen zwei Perspektiven hin und her wechselt. Einmal die Vergangenheit und einmal die Gegenwart. Wird ebenfalls hier so weiter fortgeführt, ist super spannend, ist eine total tolle Fantasy-Geschichte. Den ersten Band habe ich ja bereits beendet. Ich habe euch unten in der Infobox einmal die Rezension dazu verlinkt. Da könnt ihr gerne einfach mal reinschauen, wenn ihr neugierig geworden seid. Yay, jetzt geht's weiter mit meinen Weihnachtsgeschenken, die etwas verspätet bei mir eingetroffen sind, von meinem Onkel tatsächlich. Und zwar handelt es sich dabei um diese 3 Bücher und ihr könnt es schon sehen, das hier vorne ist ein Fitzek. Und ich darf jetzt spoilern, die anderen beiden sind auch Fitzek-Bücher. Aber fangen wir mal mit diesem Fitzek an. Das ist das Joshua-Profil. Habe ich als verspätetes Weihnachtsgeschenk von meinem Onkel geschenkt bekommen. Praktischerweise hat er es selbst in seinem Regal natürlich auch noch nicht stehen und ist ebenfalls ein großer Thriller-Fan.
Mir ist allerdings gesagt worden, dass man die Blutschule am besten vorweglesen sollte. Die habe ich jetzt allerdings noch nicht da, aber ich hoffe, dass die spätestens bei der Buchmesse eventuell bei mir einziehen wird. Weil man dieses Buch allerdings auch als Einzelband lesen kann, lese ich euch jetzt trotzdem vor, worum es geht. Hast du die Fäden für dein Leben noch in der Hand? Der erfolglose Schriftsteller Max ist ein gesetzestreuer Bürger. Anders als sein Bruder Cosmo, der in der Sicherheitsverwahrung einer psychiatrischen Anstalt sitzt, hat Max sich noch niemals im Leben etwas zu Schulden kommen lassen. Doch in wenigen Tagen wird er eines der entsetzlichsten Verbrechen begehen, zu denen ein Mensch überhaupt fähig ist. Nur, dass er heute noch nichts davon weiß. Im Gegensatz zu denen, die ihn töten wollen, bevor es zu spät ist. Wenn das nicht spannend klingt, weiß ich auch nicht. Fitzek ist ja tatsächlich noch nicht so lange in meinem Leben. Ich glaube, jetzt seit letztem Jahr, da habe ich wohl angefangen, ein bisschen Fitzek zu lesen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe, denn mir gefallen die Bücher wirklich gut. Ich habe es eben schon verraten. Bei den nächsten beiden Bänden handelt es sich ebenfalls um Fitzek-Bücher. Und zwar einmal der Augensammler und einmal der Augenjäger. Dieses Buch habe ich geschenkt gekriegt, dieses Buch habe ich ausgeliehen bekommen, weil mein Onkel mir wieder den zweiten Band geschenkt hat. Man sollte nämlich dann doch vielleicht Band 1 vorher weglesen, gerade wenn die beiden Bücher schon zusammengehören. Deswegen hat meine Cousine mir einfach den ersten Band gleich mit ausgeliehen, damit ich den vorweglesen kann. Und damit ich euch nicht spoiler, lese ich euch auch nur die Inhaltsangabe vom Band 1 vor. Er spielt das älteste Spiel der Welt. Verstecken. Er spielt es mit deinen Kindern. Er gibt dir 45 Stunden, sie zu finden. Doch deine Suche wird ewig dauern. Okay, das ist tatsächlich das Einzige, was ich an Inhaltsangabe auf diesem Buch hier gefunden habe. Vorne steht leider auch nichts drin. Es ist auf jeden Fall Spannung pur, so wie wir Fitz erkennen. Und ja, ich denke mal. Das geht hinterher direkt spannend weiter. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich diese beiden Titel jetzt in meinem Regal stehen habe und bin gespannt, wann ich dazu komme, diese Thriller zu lesen. Das letzte Buch ist vor kurzem erst bei mir eingezogen und ich habe mich so, 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 so doll darüber gefreut. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut. Es handelt sich um dieses wunderbare, schöne Exemplar von Markus Heitz. Die Klinge des Schicksals. Witzig. Ich sage in letzter Zeit immer das Schicksal der Klinge, aber ich meine die Klinge des Schicksals. Also, die Klinge des Schicksals, ist es nicht wunderschön? Es hat so einen schönen roten Buchschnitt. Es lässt sich wunderbar angrabbeln einfach. Ich das Wort angrabbeln übrigens auch. Man hat hier so Erhebungen über den Titel und hier unten, das fühlt sich alles mit den verschnörkeligen Sachen. Es fühlt sich alles richtig toll an. Es lässt sich einfach richtig, richtig schön anfassen. Ich bin in das Aussehen dieses Buches bereits verliebt. Ein Kontinent vor der Vernichtung. Nur eine Kriegerin kann die Bedrohung aufhalten. Doch wem kann sie vertrauen? Die gealterte Kriegerin Danestra ist in ihrer Heimat Nankan eine lebende Legende. In unzähligen Schlachten hat sie Siege errungen und so den Beinamen die Klinge des Schicksals erhalten. Doch als sie die geheimnisvolle Kalena vor dem sicheren Tod bewahrt und die Geschichte der jungen Frau erfährt, muss sich Danestra ihrer bislang größten Aufgabe stellen. Nichts weniger als das Überleben von Nankan steht auf dem Spiel und Kalenia scheint der Schlüssel zur Rettung des ganzen Kontinents zu sein. Doch kann Danestra ihr wirklich trauen? Ich habe bereits bei einer Lesung einen kleinen Ausschnitt gehört aus diesem Buch und der war wirklich gut. Ich wollte direkt weiterlesen und bin jetzt sehr, sehr froh, dass es endlich bei mir angekommen ist. Vielen, vielen Dank an den Drömer-Knauer Verlag übrigens. Ihr habt mir das super pünktlich zugeschickt. Ich freue mich wirklich drauf. Ich lese jetzt aktuell erstmal meinen bisherigen Markus Heitz, den ich gerade lese, lese ich erstmal zu Ende. Und dann geht's weiter mit Die Klinge des Schicksals. Solltet ihr aber demnächst mal in eine Buchhandlung gehen, könnte ja sein, dass das vorkommt, und an diesem Buch vorbeikommen, möglich ist es, fasst es an. Nimmt es in die Hand und fasst es einfach mal an. Es ist einfach. Es fühlt sich so unfassbar gut an. Also ich finde das richtig gut. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das dann beim Lesen anfühlt.
Ja, das waren meine Neuzugänge insgesamt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher, die bei mir neu eingezogen sind. Ich habe irgendwie gedacht, ich stelle euch heute drei vor oder so, bis mir aufgefallen ist, dass die, die ich ja ausgeliehen habe, auch irgendwie mit dazugehören, auch wenn ich sie im Endeffekt natürlich wieder zurückgebe. Neu auf meinem Sub sind sie trotzdem. Es sind jetzt sechs neue Bücher, die in diesen 2 Monaten, das macht sechs Bücher in 2 Monaten, wow, toll. Und ich habe ein Buch gelesen. Also ja, ich glaube, mein Sub wird ein bisschen ansteigen in diesem Jahr. Aber ich freue mich auf jeden Fall aufs Lesen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich davon als nächstes lesen soll. Welchen Fitzek zum Beispiel? Soll ich erst die Augensammlerreihe lesen oder doch erst Blutschule und das Joshua-Profil? Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen. Aktuell lese ich ja auch noch ein Fitzek, wie ihr in meinem letzten Video gesehen habt übrigens. Und ja, also damit sage ich aber an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde mich bemühen, in nächster Zeit häufiger wieder Neuzugänge-Videos online zu stellen und aufzunehmen, wenn dann auch Neuzugänge da sind. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gebe ab ans nächste Video. Ach, nein, Quatsch, ein kleiner Hinweis noch. Diese Woche startet die Buchmesse in Leipzig und ich dachte eigentlich, ich kann nicht hin. Dank eines tollen, mysteriösen, schönen Zufalls, vielen, vielen Dank an die liebe Maddie übrigens, darf ich doch hin und kann hin, beziehungsweise es lohnt sich für mich hinzufahren und werde so damit dann am Samstag und am Sonntag ganz kurz auf der Buchmesse sein. Wenn ihr mich seht, einfach anklopfen, anfragen, Hallo sagen und einfach Bescheid sagen, dass ihr mich gefunden habt und dann freue ich mich, euch kennenzulernen und vielleicht treffe ich ganz, ganz viele tolle Leute. Also das hoffe ich ganz stark, wenn ich schon auf der Buchmesse sein kann. Ja, das macht mich sehr, sehr happy. Also, damit vielleicht bis zum Ende der Woche. Wir sehen uns und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.